Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Players Unknown Battleground. Wir machen jetzt weiter, wir zocken hier nochmal eine Runde. Und wir sind natürlich genau da wieder gelandet, wo andere Dudes auch gelandet sind. Und wir sind natürlich wieder in einem Haus, wo es keine Waffen gibt. Mysteriös, mysteriös, aber es ist leider so. Irgendwie suche ich mir immer beschissene Häuser aus. Aber dafür haben wir diesmal einen Rucksack und einen Helm Stufe 2. Aber leider nichts zum Verteidigen, bis auf eine Rauchgranate. Juhu. Und ein Vertikalangriff. Mündungsdämpfer. Was ist das? Taktisches. Nein, ich will das schwarze Hemd. Schwarz ist besser. Aber toll, ich habe keine Waffen, Alter. Was soll das? Ich habe keine Waffen, nichts. Hier sind halt andere Dudes auch noch gelandet. Weiß zwar gerade nicht, wo sie sind, aber die sind hier irgendwo. Da ist. Och Mann, ey! Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Players Unknown Battleground. Oder so ähnlich. Der Titel ist echt schwer. Echt schwer und komisch auszusprechen. So Leute, ich bin jetzt hier extra mal ein bisschen außerhalb gelandet, da ich mir erhoffe, dass ich jetzt mal endlich mal Waffen finde. Ich habe das absolute Pech, immer in Häusern zu starten, wo ich keine Waffen habe. Und auch hier habe ich wieder nur einen Energy Drink. Ich glaube, oben liegen immer Waffen in solchen Häusern. Noch ein Energy Drink. Mikroschaft. Schalldämpfer. Magazin, Kompensator, Alter, alles nur so Equip-Teile. Ich brauche eine Waffe, verdammt. Na gut, Verband ist auch erstmal ganz gut. Wieder keine Waffe hier drin. Ich krieg Kinder, Alter, ohne Scheiß. Ich krieg hier echt Kinder. Warum bin ich immer in so fucking Häusern, wo keine Waffe drin ist? Da haben wir eine Polizeiweste. Polizeiwaffe. Eine Polizeiweste, Munition. Aber halt keine Waffe. Ich krieg echt zu viel hier. Naja, diesmal bin ich so weit am Rand der Karte gestartet. Ich bin sofort halt rausgesprungen. Ein Helm. Jawohl, ich hab einen Revolver. Ja, komm. Boah, dauert das lange, Alter. Wenn jetzt hier jemand gewesen wäre, Alter, der hätte mich so kaputt machen können. Stufe 1, da ist ein Verband. Schuhe. Hier ist nichts. Warum finde ich immer so wenig Waffen direkt am Anfang? Ich verstehe es nicht. Leute, wenn ihr da Tipps für mich habt, dann knallt die mal bitte in die Kommentare. Vertikaler Handgriff nehmen. Da, eine Schrotze. Nice, eine Schrotze. Motorradhelm Level 1 habe ich selber. Erste-Hilfe-Kasten ist ganz gut. Hemd in Schwarz ist auch ganz gut. Schmerzmittel. Nehmen wir auch mit. Okay, ich habe eine Schrotze. Yay. Eine Schrotze ist schon mal besser wie nur ein Revolver. So, wo könnte ich denn jetzt hingehen? Wo muss ich denn hin? Okay, ich bin gar nicht mal so weit weg von der Dings und ich habe hier einen Jeep. Kann das? Nein. Natürlich nicht. Wie komme ich auf die Idee, dass ich hier einen Jeep finde? Okay, dann gehen wir mal erstmal den Berg hier hoch. Guck mal, wenn ich da schon wieder lese, ne? P92, gut, P92 ist eine Pistole, aber Skral L ist keine Pistole. UMP9 ist auch keine Pistole. Warum haben die solche Waffen schon? Alter, ich glaube, der hat gerade einen miesen Triple Kill hingekriegt. Hingelegt. So, ich muss glaube ich mal ein bisschen öfter mit dem Umschauen und Laufen rumhantieren. Ich muss weiter darüber. Kann das? Ja. Auf mich wird geschossen. Oder rechts wurde geschossen. Sagen wir es so. Kann ich da irgendwo jemanden blicken?
Ne, das ist ein Busch, oder? Naja. Sonst hätte er, glaube ich, schon auf mich geschossen. So. Toll. Bis zum nächsten Haus. Das ist verdammt weit weg. Oder verdammt langer Weg. Ich will hoffen, ich habe in der Scheißhütte dann mal eine vernünftige Waffe. Aber ich bin jetzt zumindest in der Safe Zone. Oder zumindest in der Spiel-Safe Zone. Also die Map kann mich schon mal nicht töten. Aber wahrscheinlich andere Dudes, die wahrscheinlich auch nicht weit weg sein werden. Und da ich ja super Waffen habe, um mich zu wehren, das ist echt mies, Alter. Vor allen Dingen alleine ist das halt nochmal doppelt so kacke. Man muss sich komplett rundrum absichern. Das ist verdammt schwer. Also Leute, wenn ihr Bock habt mitzuzocken, ohne Scheiß, dann lasst uns mal zusammen daddeln. Ohne Witz, Leute, ich brauche Unterstützung. Ich brauche andere Spieler-Dudes. Ich brauche euch, Mann. Jawohl, hier haben wir schon mal einen Rucksack. Da unten steht ein Auto. Jetzt wäre die Frage, sind da auch andere Dudes? Also wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt zu zocken, Alter, lasst knacken. Ich habe Schüsse gehört. Ich will schnell in die Hütte rein. Oder gehe ich mit der Schrotze rein? Und wenn da jetzt einer ist, dann werde ich direkt vom über den Haufen ballern. So, was haben wir da? Eine braune Kampfhose. Ich mache die Tür wieder zu. Besser. Hier ist jemand gestorben. 20er Kapazität. Kann ich gar nicht sehen. Nur die Schuhe. Graues T-Shirt will ich nicht. Okay, ich höre Schüsse, die kommen immer näher. Hier war die Tür offen. Machen wir auch erstmal zu. Okay, hier ist aber auch nichts mehr. Mich macht das schon wieder ein bisschen kirre, dass hier einer gestorben ist. Da oben rennt einer rum. Da oben ist einer. Okay, ich habe ihn gesehen. Aber ich weiß nicht, was der für eine Knarre hat oder so. Ob ich da jetzt einfach so näher hingehen sollte oder... Naja, andersrum, ich will, dass wir dort Auto haben, ne? Der läuft da oben auf jeden Fall rum, ich sehe ihn. Ich werde ihn nicht treffen wahrscheinlich. Ich treffe den nicht, das ist nur Munitionsverschwendung. Aber ich könnte jetzt halt hingehen und versuchen, den zu überfahren. Komm, dann machen wir jetzt. Wir jagen den jetzt. Wir versuchen uns den jetzt zu holen. Wo ist er hin? Wo ist er? Down. Oder da ist jemand anders. An dem versuchen wir jetzt zu überfahren. Let's go, Geronimo! Wo ist er? Wo ist er? Lol. Der ist einfach weg. Der ist einfach so weg.
Da hat sich bestimmt da in die Tanke reingehockt. Ja, da. Oder? Nein, da ist ein Baum. Der ist weg. Der Typ ist einfach so weg. Rucksack habe ich selber. Heftig. Wie kann der denn einfach so verschwinden? Da ist ein Benzinkanister. Okay, ich bin da. Aber ich weiß nicht mal, wie man tankt. Wie tanke ich ein Auto? Aber krasser Scheiß, ich weiß nicht, wo der hin ist auf einmal. Na gut. Cruisen wir erstmal nochmal. Richtung Wegpunkt erstmal. Da ich ja eh eigentlich auf Nahkampf gehen muss, durch meine Waffen. Müsste ich eigentlich direkt in die Stadt fahren. Okay, hier war schon einer drin. Weil hier sind die Türen offen und hier ist nichts mehr an Loot. Ich höre ein anderes Auto. Okay, erstmal weg hier. Oh Mann, ey. Ich bräuchte echt andere Waffen, ne? Oh. Alles klar, dann wart mit dem Auto. Ich bin verletzt. Sehr schön. Ich habe beschissene Waffen. Sehr schön. Und ich habe kein Auto mehr. Sehr geil. Also perfekte Gegebenheiten, um diese Runde zu gewinnen. Sag ich mal so. Das sind die perfekten Gegebenheiten, um so ein Spiel zu gewinnen. Vor allem, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern die Range von so einer Schrotflinte wirklich funktioniert. Könnte ich aus der Entfernung schon jemanden töten? Mit der Schrotze? Ich denke eher nicht, ne? Schmutziges Tanktop, verpiss dich. Schmutzige Klamotten ziehe ich schon mal gar nicht an. So, da ist Helm Stufe 1, habe ich selber. Das ist eine Schrot. Habe ich auch selber. Was ist das? Jawohl, eine Polizeiweste Stufe 2. Die habe ich nicht. Was ist das? Rucksack Stufe 1. Ich höre ein Flugzeug. Ist das lang geflogen? Da. Da ist ein Paket. Hm. Wow. Wichser, Alter. Holy shit. Hab ich mich erschrocken, Alter. Leute, wir haben den Kill. Nice. Oh, wow. Der ist richtig vollgepackt, der Typ. Aber der hat auch nur einen Level 1er Rucksack. Nehmen wir die auf jeden Fall mal mit. Jawohl, die nehmen wir. Achso, das ist ein Schrot, ne? Ja, aber egal. Da hat er eine M16. Rotpunktvisier. Achso, das ist für die Waffe gewesen. Nehmen wir die mit, das mit, das mit.
Das, das. Den Mantel nehmen wir auch. Die tauschen wir aus. Aber nicht gegen die. Ich will die da haben. Und die rausschmeißen. Die will ich haben. Werkzeuggürtel, dies, das, Ananas, Motorradhelm, Stufe 1, Schmerzmittel will ich noch mitnehmen. Wenn es geht. So, jetzt kann ich den irgendwo anfügen? Nein. Das kann ich da anfügen. Das. Nein, nicht da dran. Das will ich. Oder was ist das? Den will ich da. Das ist doch auch eine Schrot, oder nicht? Leistung, effektive Reichweite, Stabilität. Da ist die auf jeden Fall besser. Die kann ich nirgendwo für verwenden. Okay. Laden wir die mal nach. Das ist auf jeden Fall eine Schrot. Okay, da haben wir eine Schrot und jetzt sind wir in der M16. Nice. Mit einem Rotpunktvisier. Das ist auch gar nicht mal so bad. Hemd in Weiß will ich nicht. Oh, ich habe das Gefühl, das könnte meine Runde werden, meine Freunde. Ich habe das Gefühl, das könnte meine Runde werden. Nachdem ich da gerade fast einen Herzinfarkt bekommen habe. So, ach so, guck mal, hier geht's noch weiter hoch. Was ist das? Schalldämpfer MG. Schnellladepistole, Magazin. Kann ich nirgendwo anfügen, das kann ich anfügen, den Vertikalgriff, den... Ich hab doch eine... Ah ne, ich hab eine M16. Ah, alles klar, okay. Okay. Okay, okay. Leute, wir müssen weitermachen. Weitergehen. Wo ist der Punkt? Okay, ich bin da. Da wäre ich mitten im Punkt. So, in der Lagerhalle war ich schon. Ich will jetzt hier nochmal kurz rein. Da ist nichts mehr. Dann will ich einmal noch kurz oben auf diesen Aussichtspunkt hier. Mal gucken, was da so abgeht. Ach ja, ich habe ja gar kein Auto mehr. Eine Splittergranate. Wo? Wo ist der Typ? Da hinten. Da hinten ist der Typ irgendwo gewesen. Okay, ich habe ihn gesehen. Jetzt ist die Frage, ist der alleine da unten? Und ist da zu empfehlen, da hinzugehen? Da ist Rucksack Stufe 2, geil. So, was haben wir hier? Schalldämpfer für die Pistole. Motorradhelm Level 1. Ich bräuchte noch einen Level 2er Helm. Da unten war der Dude gerade drin. Wahrscheinlich sitzt er da jetzt immer noch drin. Ich stehe schon wieder total offen, ne? Ich weiß nicht, ob ich den angehen sollte oder nicht. Wow, 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 wow. Wo war das? Ich glaube, das war gerade hinter mir. Ich habe gerade richtig Schiss, ne? Da oben ist er. Jawoll, zweiten Kill. Da ist noch einer. Wo?
Wo? Oh Mann, hier sind mehrere. Alter, das ist ziemlich nah. Aber schwer zu sagen, von wo. Ich will den Typ eben looten. Lass mal die Tür zu. Irgendwo hier. Polizeiweste Stufe 1. Erste-Hilfe-Koffer. Rotpunkt-Visier. Habe ich nicht. Kann ich die da dran bauen? Ich glaube ja, Stufe 1. SKS. Mantel. Muni. Anfügen. Die kann ich nicht anfügen, dann raus damit. Raus, habe ich gesagt. Okay. Ich habe eine neue Knarre. Da ist noch Munition. Die will ich haben. So, hier wurde gerade noch rumgeballert. Beziehungsweise hier wird immer noch rumgeballert. Bin ich noch in der Map? Ja. Aber ich muss langsam aber sicher da wieder weiter rein. Oh, ich lebe so lange, Alter. Was geht? Ah, ich habe hier nur 10 Schuss drin jetzt. Das ist natürlich doof jetzt. Okay. Ich sehe niemanden. Da hinten wird geballert. Ich glaube, hier irgendwo in eins der Häuser sind noch welche drin. Benzin brauche ich nicht. Weil hier wurde ja gerade direkt aus nächster Nähe geballert. Da ist ein Auto gekommen. Wo ist das? Hier ist gerade irgendwo ein Auto hergekommen. Da ist auch gerade schon einer gestorben, da liegt Loot. Wow, 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 wow. Alles klar, ich töte mich selber. Oh Mann, nein! Ah, ich bin so ein Vollidiot! Ah, fuck, Leute, ich hab mich selber getötet. Fuck. Shit. Ah, ja, Leute, was soll man dazu sagen? Fuck. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. War auf jeden Fall eine geile Runde, schon 24. Platz, aber den hätte ich wahrscheinlich auch noch getötet, wenn ich das nicht versucht hätte mit der Granate. Ich bin so kacke dumm. Egal, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, wenn ihr mitzocken wollt, dann schreibt mir. Haut rein.